Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo, und damit herzlich willkommen zurück zu Monster Sanctuary. Jo, beim letzten Mal haben wir den Champion besiegt und haben den Doppelsprung freigeschaltet. Und jetzt gehe ich offenbar schwimmen. Oder auch nicht. Nein, wir gehen gleich noch schwimmen. Ich werde erstmal hier links gucken. Oder wir warten damit noch. Obwohl, da wird, glaube ich, nur irgendeine Kiste sein. Komm, den Kampf, den skippe ich mal eben. So, der Kampf hat nicht besonders lange gedauert. Oh, ich habe ein Frosty-Ei bekommen. Ein neues Monster. Moin James. Jetzt erstmal hier Dave. Du hast einen neuen Skillpunkt. Multiregeneration, Säureregen. Wiederherstellen. Ist eine sehr wichtige Fähigkeit. Okay, Sicherheit, Barriere und hier kanalisieren. Frostwind, Eishagel, Spektralflamme. Na gut, Spektralflamme ist es jetzt nicht so sehr wert, dass ich da einen Punkt reinhau. Okay. Multifrost. Nein, ich wollte nie hier nicht runter. Komme ich da noch hoch? Ja, komme ich. Hier gucken wir gleich. Ich glaube, ich sollte doch erstmal da rechts im Wasser gucken. Da ist eine Kiste mit einer Feder. Da steigen Blubberblasen hoch. Heißt, dass ich da nicht runter darf. Warte. Ich fand das so verdächtig. Ein Reißzahn. So, jetzt hier hoch. Ich brauche Sven mal wieder. So, hier rüber. Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt kann ich die Ebene da rechts ignorieren. Wir gucken erst unten. Hier will ich noch nicht lang gehen, weil ich habe nichts, was Licht machen kann, glaube ich. Entzündet Fackeln. Lässt den Spieler fliegen. Warte mal, lässt er mich besser fliegen als Sven? Ne, ungefähr genauso weit. Wenn ich die fucking sehen würde, ne? Dann könnte ich hier auch was machen. Also ich brauche irgendwen, der Licht machen kann.
Nee, der bringt mich ungefähr genauso weit wie der Vogel. Das kann ich auch safe kaputt machen. Kann ich nicht? Okay. Einfach drüber. Wir müssen jetzt nicht jeden Kampf hier haben. Ich würde hier nämlich gerne auch mal irgendwann wieder rauskommen. Ich habe den Sonnenpalast gefunden. Muss ich wahrscheinlich später nochmal hin. Hier kann ich auch noch nichts machen. Hier kann ich was machen. Ja, ich kann mich einsperren. Was bringt mir das? Ich habe vergessen, dass ich hier diesen Tackle noch habe. So, Kiste gönnen. Schutzmantel. Im Übrigen, bei dem Kampf gerade eben konnte ich rausfinden, dass ich Hodens Langenschnitt noch gar nicht verwenden kann, weil der zu wenig Mana dafür hat. Also ich hätte ja schon gern diesen Mensch, ne? Warte, ich mache den Kampf mal eben kurz und skippe den für euch. So Leute, ich habe den Kampf eben gemacht. Ich habe kein Ei bekommen, aber ich habe bei 3 Viechern Level Up gemacht. Heldenmut finde ich ganz gut. Okay. Was geben wir ihm? Hier ein bisschen mehr Power. Ich würde Pall eigentlich gerne gegen den Tengu austauschen, wenn ich ehrlich bin. Weil der wirkt auf mich deutlich besser. Wechseln mit dem. Und ich habe ja gesagt, sobald ich hier den einen Level Up gegeben habe, kann ich bei ihm gar nicht verwenden. Ja komm, dann kriegt Cypher eins, Xeno kriegt eins und das letzte behalte ich mir. Ja, du brauchst die bessere Giftbombe, definitiv. Und eine Explosion, die alle trifft. Man muss natürlich auch bedenken, die brauchen ein bisschen Mana mal nebenbei. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich so langsam die Höhlen hier fertig erkundet. Jetzt kommt nur noch der Bereich da oben. Wo der eine Typ stand. Ex, hallo Reisender. Oh, du bist ein Monsterhüter, richtig? Wie viele Champion-Monster hast du schon geschlagen? 3, nicht übel. Ich habe ein paar eigene Monster. Das stimmt, aber mit Champion-Monstern lege ich mich nicht an. Ich bin nur ein Vagabund und erkunde die verschiedenen Regionen der Zuchtloch. Manchmal finde ich ein paar Kostbarkeiten. Ich sag dir was, mach weiter so. Diese Kristallspieler werden sich als nützlich erweisen, wenn du dich tief im Innern eines Dungeons befindest. Ah. Und der hat mir einfach jetzt nur Gegenstände gegeben, womit ich mich halt zurückporten kann. Ich habe keinen für Elektrizität, ne? Nee, habe ich nicht. Aber hier, Luft. Wasserorbs. Pilzhindernis, Feuerorbs. Ich habe nichts dafür.
Hier ist noch mal ein Champion. Und ich habe keine Ahnung, wie stark der ist. Wollen wir den versuchen? Der ist Level 10. Der ist gegen alles schwach, was magisch ist. Also darf ich keine physischen Kämpfer benutzen. Ja, komm, dann benutze ich die drei hier. Erst einmal Kraft. Ich habe übrigens gerade eben gemerkt, ich muss die kurz bevor sie tot sind auf jeden Fall auswechseln, weil der Platz dann weg ist. Machen wir ihm erstmal Rüstungsbruch. Dann hat er von Anfang an weniger Angriff, weniger Verteidigung. Spektralflamme macht mehr, glaube ich. Ich habe ihm Frost zugefügt. Und wir sind am Verbrennen. Spektralwelle. Wiederherstellen. Schwenn. Schwenn hat halt gar keinen normalen Angriff. Also kann ich ihn eigentlich auch genauso gut austauschen. Mache ich aber nächste Runde. Er soll erst einmal für diese Runde die Combo hochhauen. So. Eishagel. Also besiegen kann ich den. Das steht außer Frage. So, ihn kann ich wechseln. Ich überlege gerade. Ich glaube, Cypher hat die besseren Techniken hierfür. Sunny muss auf jeden Fall leben. So, Eishagel. War eine gute Entscheidung. Jetzt darf sich Dave einmal hochheilen. Dave hat auch verdammt viel Mana. Ja, der Tengu, der hat die Fähigkeiten, die ich brauche. Erst einmal Eishagel. Explosion ist tatsächlich physisch. Ja komm, Giftbombe, da kann ich ihn vergiften, möglicherweise. Ja, habe ich auch noch. So, jetzt kann ich mit dem Feuerball machen. Alter, der haut ja richtig den Schaden raus. So, Eishagel. Und dem Feuerball. Pam. Nee, den Tengu, den muss ich definitiv wechseln, weil der stirbt hier. Hau mal den Schild raus. Obwohl, nee, warte. Rüstungsbuch habe ich. Gift habe ich auch schon drauf. Nee, dann bringt mir nur das Schild was. Wollte erstmal gucken. Also der hat drei Debuffs drauf, ne? Das ist nicht das Problem. Ich kann noch mal eben kurz Ruhm machen, dann machen wenigstens die Crits mehr. Autsch. Der Flammenschlag hat gezogen. Machen wir erstmal wieder einen neuen Schild. Mit ihm zuletzt, würde ich mal sagen. Dann erst den Eishagel. Damit die Giftbombe richtig hart reinhaut. Obwohl, nee, erst Spure.
Buche kann nämlich noch Schwäche hinzufügen. Dann hat er noch einen Debuff. Autschen. Schild. Ja, ich müsste ihn diese Runde eigentlich down kriegen. So, Giftbombe. Der war mal immer mega stark. Also, das ist wahrscheinlich der stärkste Gegner bisher. Schriftrolle plus 1. Und für 2 ein Level up. Ja, du brauchst auf jeden Fall Mana. Der hat viel zu wenig davon. Und Dominanz wäre ganz gut, weil der hier die Debuffs wirklich raushaut. Medaillon. Okay, jetzt bin ich hier links endlich rausgekommen. Jetzt kann ich hier noch gucken. Hier waren nämlich auch ein paar Sachen, wo ich nicht lang konnte. Außerdem bin ich da oben links in die Ecke einmal. Ich will auf jeden Fall einmal hier oben links hin, weil da eine Kiste damals war, wo ich nicht rankam. Nämlich hier. Habe ich einen Handschuh plus 3 bekommen. Und segle erstmal den kompletten Weg runter. Und außerdem war hier in der rechten Hälfte auch noch eine Sache, wo ich nicht drankam. Ich versuche jetzt extra jeden Kampf zu vermeiden. Da oben hin, da ist unnötig, muss man nicht hin. Ich mache mal einen kurzen Cut, bis wir dort sind. So, hier die Stelle meinte ich. Hier konnte man vorher nicht rein. Okay, dafür kriegt man einen Umhang. Ich weiß noch nicht ganz, wie man jetzt da unten reinkommt. Muss ich mich hier irgendwo durchprügeln? Wie zum Geier komme ich daran? Muss ich vielleicht von der linken Seite irgendwas aufprügeln? Wenn ja, habe ich jetzt gerade keinen Bock, da den ganzen Weg nochmal zu laufen. Ja. Ich würde sagen, wir beenden das heute hier. Wir machen das nächste Mal weiter. Im Tempel der Hüter. Also da wandere ich jetzt hin. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ihr kennt den Drill. Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal im Tempel der Hüter wieder.